Hallo zusammen. In unserem nächsten Video geht es um K1-Techniken und alles, was K1 angeht, ist der Backer natürlich absoluter, ich sag mal, ist nicht Fachmann, sondern Champion sogar. Wie viele Titel hast du im Moment zurzeit? Im K1 habe ich 2 Titel zurzeit, bin zweimal in 2 verschiedenen Gewichtsklassen, haben 72 Kilo bis 75 Kilo Weltmeister. Ja. Bei einem Kampf, vorletzter Kampf gegen Gago Drago, war ich sogar dabei. Schade. Eigentlich habe ich den Kampf andersrum gesehen. Ja, ist halt so. Du eigentlich auch. Drei verschiedene Punktrichter und 3 verschiedene Meinungen. Richtig. Ja, K1 bedeutet eben, man darf auch mit dem Knie zustoßen. Und zwar aber nicht auf den Oberschenkel, sondern nur ab der Gürtelhöhe. Ne? Genau. Entweder zum Oberkörper vorne, Rücken ist natürlich auch verboten, oder eben zum Kopf, seitlich links und rechts. Ja, und dann würde ich sagen, machen wir mal eine Knietechnik. Ja, machen wir. Was ist hier? Am besten hier wäre es, wenn wir im Prinzip den linken Bein nach vorne haben, die Arme schön hoch, den Step nach hinten und rausstechen. So ganz kurz, noch einmal hoch und rausstechen. Ja. Ist wichtig im Prinzip, wie als würde eine Frau zwischen den Beinen eines Mannes treten. Einfach nur gerade rausstechen. Die meisten kommen seitlich, okay. Das ist falsch, einfach nur nach vorne rausstechen. So, noch einmal, wieder vorne, Step, rausstechen. Wichtig dabei ist, die Arme immer oben zu halten. Die meisten machen den Fehler, die machen einen Step und haben hier die Arme. Dann besteht die Gefahr, dass man eine kriegt, einen Konter kriegt. Arme mal schön hoch, Step und stechen. Aber du zielst ja schon auch wieder auf die Leber, ne? Weil du mit dem linken Knie auch arbeitest. Richtig. Man müsste immer hier am Leber und Solarplexus lang zielen. Und ich habe gesehen, er macht immer noch einen Step vorher. Das bedeutet, das vordere Bein wird zum hinteren Bein. Und hat mehr Power. Mehr Gewicht, mehr Geschwindigkeit, mehr Kraft. Ja. Noch einmal. Und stechen. Okay. Wie würdest du das in der Kombination einbauen? Auch mit links, rechts? Linke gerade, rechte gerade würde ich immer empfehlen. Links, rechts, Step, stechen. Noch einmal. Okay. Links, rechts, stechen. Und wenn man es schneller machen will im Prinzip, links, rechts und stechen. So, noch einmal. Und stechen. Gut. Okay. Gut. Das ist natürlich auch eine Übung, die kann man ohne Partner zu Hause üben. Diese Links-Rechts-Kombination mit dem Knie und mit dem Step. Wenn ihr einen Partner zu Hause haben solltet, der ein Kissen halten möchte, ist vielleicht jetzt nicht so ein dickes Kissen, vielleicht so ein Sofakissen oder so, da gibt es immer noch die Übung mit den Knien, ne? Prinzip. Wo ich das Ding jetzt quasi so vor die Brust halte. Ganz eng zum Bauchpressen, Brustpress, Arme gegenüber und ruhig die ganze Brust rauslassen. Am besten einen Nebenpartner, ganz leicht. Step rauslassen. Der Backer ist heute gut gelaunt. Und je nachdem, wie lieb der Partner war, ruhig fester zu stechen. Das ist gar kein Problem. Halleluja. Schön. Da weiß man wieder, dass man lebt, auf jeden Fall. Ist auf jeden Fall eine schöne Übung, entweder für euer Training im Dojo oder eben auch zu Hause. Ich glaube, ein Sofakissen würde vielleicht nicht alles auffangen, ihr macht das schön locker. Ne? So, bis zur nächsten Übung würde ich sagen, Channel abonnieren und wir sind erstmal weg soweit. Tschüss. Tschüss.